Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video heute und ich entschuldige mich erstmal dafür, dass es so spät kommt und dass es nur ein Test-Video oder zwei Quiz-Video zu Gravity Falls sind. Eigentlich war heute ein deutlich besseres Video geplant, also ein deutlich umfangreicheres, ein größeres und auch für die nächsten Tage, wo ich aber gucken muss, wie man das noch umsetzen kann, da aktuell meine Monitore extrem viele Probleme machen und ich gerade Glück habe, dass er funktioniert und deswegen nutze ich es jetzt schnell aus, um für euch das bestmöglichste Video zu machen. Und ich hatte auch schon eigentlich ein anderes Video aufgenommen mit einem Kollegen und zwar ein Serienpodcast, aber die Datei war beschädigt und jetzt machen wir einmal zwei Gravity Falls Quizze. Einmal, wer bin ich in Gravity Falls, also wer bist du in Gravity Falls? Und einmal, wie gut kennst du dich mit Gravity Falls aus? Ihr könnt ja mitmachen, die Links sind beide auch in der Beschreibung. Und dann könnt ihr mir ja schreiben, welcher Gravity Falls Charakter ihr seid und wie gut ihr euch mit Gravity Falls auskennt. So, aber genug der Einleitung, fangen wir an. Hi! Hey! Was ist so dein Kleidungsstil? Normal, halt Weste, Basecap. Die Fragen sind offensichtlich, das ist Dipper. Ich bin meistens noch recht ordentlich gekleidet. Ah, Pullover, das ist Mabel, aber ich bin nicht so der Pullover-Typ. Ich hasse so dicke, also ich mag den Winter, weil da die Temperaturen so cool sind, aber ich hasse es, wenn man irgendwann wirklich gezwungen ist, mega krasse, dicke Klamotten anzuziehen. Meistens trage ich einfach eine normale Leggings und trage eine Bluse. Naja, Leggings. Jogginghose, dann tausche ich Leggings durch Jogginghose, dann ja, aber eine Bluse. Ja. Ich habe ein Lieblings-T-Shirt, das ich eigentlich immer trage, wenn es gerade nicht in der Wäsche ist. Das ist, glaube ich, Sue's, aber ich gehe mit einem von den beiden. Ich trage halt keine Weste, ne? So, ich weiß halt nicht, was man sonst nehmen könnte. Eine Basecap, oft eine Cap, aber ich gehe mal mit dem Lieblings-T-Shirt. Was magst du? Tiere, Gummibärchen, nette Menschen. Das ist schon mal gut. Geld, Familie, mag ich auch beides. Abenteuer, Freunde finde ich genauso gut. Geheimnisse und Denkaufgaben. Nee. Alles. Ja, Geheimnisse sind okay, je nachdem, worum es geht. Denkaufgaben auch okay, je nachdem, ne? Muss halt immer nicht sein. Tiere, nette Menschen. Abenteuer, Freunde. Ich glaube, ich gehe mit Tiere. Gummibärchen und mit netten Menschen. Wie siehst du allgemein aus? Sehr groß, schon etwas älter. Na, groß, fuchsrotes Haar. Nee. Klein brünett auch nicht. Langes braunes Haar, Zahnspange. Nein, ein bisschen moppelig, blond. Moppelig bin ich nicht, aber ich bin blond. Ich glaube, das passt am meisten zu mir. Wie intelligent bist du? Ich bin schon klug. Ich denke, es gibt schlauere Menschen. Ja, oberer Durchschnitt. Ja, was? Ich halte mich für sehr intelligent. Definitiv, ne? Was sind Eigenschaften, die dich an dir stören? Nichts. Ich denke, jeder ist so gut, wie er ist. Oh, das ist ja süß. Ich bin sehr unsportlich. Oft angespannt. Ich wäre gerne etwas klüger. Ich bin nicht so offen und kann meine Gefühle schlecht ausdrücken. Das hätte ich mal genommen. Ob ich jetzt mittlerweile immer noch nehmen würde, weiß ich nicht. Ich denke, ich gehe damit. Und dann positive Eigenschaften. Ich bin klug und habe ein weiches Herz. Ich kann sehr gut handeln, reden und verkaufen. Ich bin immer freundlich und sehr liebenswert. Ich bin cool, unabhängig und selbstbewusst. Ich bin offen. Ich bin eigentlich sehr ehrlich und offen. Doch, das nehme ich. Also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und offen. Also ich habe zwar oft Probleme, Sachen anzusprechen, aber prinzipiell verheimliche ich nichts. Und wenn ich dran denke, es anzusprechen, dass es sinnvoll ist, dann mache ich das auch. Traumjob, eventuell Wissenschaftler oder Detektiv. Wissenschaftler, nope. Detektiv klingt interessant, aber bin jetzt kein Sherlock Holmes, ne? Irgendwas Spaßiges, damit gehe ich auf jeden Fall erstmal mit. Aushilfe in einem kleinen Laden, ne? Mitarbeiter in einem kleinen Laden, schon eher, aber Aushilfe, ne? Aber gleichzeitig auch Busfahrer oder zum Beispiel Bademeister, ich will mich da nicht so festlegen. Millionär, nein, Milliardär. Das ist ja kein Beruf, ne? Handwerken kann ich ganz gut. Ich nehme irgendwas, was Spaß macht. Das ist wichtig. Nenne ein ansprechendes Buch. Keine Ahnung. Percy Jackson. Ein gutes Buch über Finanzen? Nee, die kenne ich. Mag ich alle nicht. Sherlock Holmes. Ich gehe mit Sherlock Holmes. Definitiv mit Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ist super. Habe ich gerade schon erwähnt. Das ist geil. Ja, das war's. Bye. Gibt es jetzt was zu gewinnen? Tschüss. Ciao. Tschüss.
Wir sind. Du bist Zeus. Du bist etwas chaotisch, aber genau das macht dich aus. Du bist sehr, sehr aufrichtig und ehrlich und offen. Gut so. Dankeschön, Dankeschön. Und das sind die restlichen Antworten. Ja, ich bin Zeus. Aber was sagt man dazu? Was sagt... Okay, jetzt machen wir das mal, wie gut wir uns in Gravity Falls auskennen. Ich muss eben meine Nachrichten checken. Nein, okay. Was sagt Gideon wiederholt rückwärts beim Beschwören von Gideon Land ein? Dieser Satz ist rückwärts. Erscheine will. Boah, ich will eher sagen, das erste oder das. Ich gehe mal mit erscheine will. Also dieser Satz ist rückwärts, wäre auch super, ne? Obwohl, ne, ich gehe damit. Das ist einfach zu toll. Ich weiß es nicht, aber das ist toll. Wie alt ist Dipper, als er nach Gravity Falls kommt? Er ist 12. Wie heißt die Kurzfolgenart, bei der es hauptsächlich um Zeus geht? Wir reparieren das mit Zeus repariert. Ich glaube, wir reparieren das mit Zeus, hieß es, ne? Handwerker Zeus reparieren. Zeus repariert oder wir reparieren das mit Zeus? Wen bittet Bill bei seinem Tod im Englischen rückwärts zur Hilfe? Oh Gott. Das weiße Axolotl? Maybe? Axolotl ist sehr spezifisch, ne? Das sind coole Tiere, deswegen nehme ich das. Wie heißt der Leiter der Mystery Shack? Ja, das ist Stanley Pines. Wenn Himmel und Erde sich vereinen, werde ich nicht mehr rein. Geht die Welt unter. Werden alle Lebewesen zu Schweinen? Hüte dich an den Stein. Tötet das Monster mit dem Augen. Ich nehme das. Was kann am Ende des Intros für einen kurzen Augenblick sehen? Eine Zeichnung von Bill Cipher aus dem Tagebuch. Oh yeah. In der Kurzfolge der Briefkasten beantwortet der Briefkasten alle Fragen, bis Mabel etwas reintut, wo sich Gummiwürmer durch die Nase zogen. Ja. Wie wird Bill im Körper von Dipper... Oh lol, das ging auf Zeit. Also 7 von 10 waren richtig und wir haben noch nicht alle beantwortet. Ich denke, das wird ziemlich gut. Okay, ihr wisst jetzt auch, dass es auf Zeit geht. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall beeilen, im Gegensatz zu mir, der das ja jetzt ein bisschen kommentiert und vorliest und so. Schreibt mir eure Ergebnisse in den Kommentaren und lasst ein Abo da und folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Dort gibt es coole Livestreams und ich habe mal überlegt, ob wir vielleicht mal da Gravity Falls Spiele spielen wollen. Wenn ihr Bock habt, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Bis dann, haut rein und tschüss.